Und herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Star Trek Armada 2. Wir sind in der Klingonenkampagne angekommen und es geht nun in die zweite Mission, die da heißt Exkursion und ja, lässt jetzt so nichts vermuten. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ja den kardassianischen Aufstand mehr oder weniger niedergeschlagen. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir in der gesamten Klingonenkampagne es ausschließlich mit den Kardassianern zu tun haben, so wie mit den Borg bei der Föderation. Oder ob da noch jemand anderes kommt. Vielleicht so kleine Auftritte wie bei der Föderation Spezies 8472 oder... Na, sonst war da eigentlich keiner. Egal. Exkursion, wir starten in die nächste Mission. Auf geht's. Obwohl unser Sieg bei Sarush ruhmreich war und Generationen nach uns sich daran erinnern werden, ist die kardassianische Rebellion keinesfalls eingedämmt. Tatsächlich scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. Da sich die Kunde von der Rebellion immer weiter verbreitet, haben sich zahlreiche kardassianische Welten, die bisher relativ friedlich lebten, erhoben und unsere Garnisonen vernichtet. Ich fürchte, weitere werden ihnen folgen. Unsere Agenten haben auch den Anführer hinter dieser Rebellion ausmachen können, Gul Kentar. Wir wissen wenig über ihn, aber er scheint das Kommando über das kardassianische Militär zu haben. Das macht ihn zu einem gefährlichen Feind. Wir müssen den Kardassianern begreiflich machen, dass alle Versuche, uns aus der Union zu vertreiben, zum Scheitern verurteilt sind. Aus diesem Grunde entsende ich eine Einsatztruppe unter dem Befehl von Captain Bekta ins Doltec-System. Sein Befehl lautet, unsere Sternenbasis dort zu verstärken und zu verteidigen. Seit dem Beginn der Rebellion ist sie in ständiger Gefahr und benötigt Verstärkung, sowohl Crew als auch Ausrüstung. Sobald die Basis gesichert ist, werde ich an einem der kardassianischen Planeten in dem System ein Exempel statuieren. Kestyan ist eine bekannte, stark bevölkerte Welt mit einer fortschrittlichen Industrieproduktion. Wenn sie sich an der Rebellion beteiligt, könnten andere Welten das Gleiche tun. Dies wäre inakzeptabel. Daher gebe ich Captain Bekta Anweisung, Kestyan zu zerstören. Als Warnung an Gul Kentar und jeden Kardassianer, der beabsichtigt, sich der Rebellion anzuschließen. Dies wird unseren Verbündeten von der Föderation skrupellos und unzivilisiert vorkommen. Doch sind sie nicht hier, um einzugreifen. Die Kardassianer haben sich diesen Krieg selbst zuzuschreiben. Und nun sollen sie den Zorn des Klingonenreiches zu spüren bekommen. Eieieiei. Die Kardassianer haben zwei Basen im Doltec-System errichtet und bedrohen unsere dortige Sternbasis. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass Kestyan, eine industrialisierte und stark bevölkerte Welt, in dem System die Rebellion unterstützt. Wenn wir aus dem System vertrieben werden. Damit dies nicht geschieht, hat Kanzler Martok den Einsatz von Gewalt autorisiert. Autorisiert? Sowas muss man autorisieren bei den Klingonen. Um Kestyan in Schutt und Asche zu legen. Bauen Sie eine Handelsstation. Erforschen Sie die Gravitation, erforschen Sie das Tachyon, die Dilloweilen. Nehmen Sie alle Kardassianer im Sektor, darunter auch die Kolonie auf Kestyan. Captain Bekta muss überleben. Sternenbasis. Ey, jo, wawa, hast du nicht gesehen? 10 darf nicht zerstören. Richten Sie eine Handelsroute zwischen zwei Handelsstationen ein. Dadurch gewinnen Sie zusätzliches Latinum. Sehr interessant. Okay, ich bin hier und da ist die Sternenbasis. Na, hervorragend. Da muss ich ja erstmal da hinkommen, wa? Für die Ehre. Nee. Ihr beschützt die. Wird mit ihrer Asche bedeckt sein. So, jetzt gehen die nämlich auf Warp. Wir werden sie vor uns herjagen. Ich hab gesagt... Nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Ihr sollt die beschützen. Ekpa. Moment, da müssen wir es anders machen. Fangen wir an. Da müssen wir es so machen. Sonst gehen die Schlawiner mir nämlich... Hat begonnen. Was? Hier auf Warp. Ihr sollt die beschützen. Wie oft soll ich das jetzt noch hier hinklicken? Dies wird unser Tag. Also... Ja, ich nehme doch mal an, dass ich dahin muss. Ich meine, hier ist ein Dilithiummond. Das ist doch schon mal eine schöne Sache, aber... Und da wäre ein Mond gewesen. Ah.
Jetzt will ich nur hoffen, dass mich hier keiner in irgendeiner Art und Weise überfällt. Weil mit 3 Schiffen ist ein bisschen wenig. Okay, da sind jetzt... wieso sind die überhaupt auch so weit unten? Eieiei. Die werden immer tiefer. Ist die Sternenbasis so tief? Ja, die Sternenbasis ist so tief, okay. Ja gut, wir sind ja auch schon fast da. Was haben wir hier? Auf jeden Fall irgendein Feld, was uns nicht ja auf Warp gehen lässt. Ein Gravitationsfeld. Ja, sehr schön. Gut, fangen wir an. Dann können wir ja direkt mal anfangen zu bauen. Sofort. Du dahin. Fangen wir an. Und bauen wir uns wieder einen Perimeter auf. Sofort. Ach, Herr Jemine. Guck mal, wie steil die nach oben fliegen. Ein Klingone kann nur einmal sterben. Für Kalis. Wir werden sie vor uns herjagen. Wir sind bereit für den Kampf. Wir können dort nicht bauen. Weil das Schiff dadurch geflogen ist. Sofort. Wie viele Ressourcen habe ich denn? Okay, es geht. Da unten sehe ich doch... das könnte vom Dings her, ne? Hier könnte es fast ein Planet sein. Für Kalis. Schauen wir mal. Sehr gut. Neue Station ist fertig. Was? So schnell? Fangen wir an. Schockschwere Not. Sofort. Ja, es ist ein Planet. Klingone kann nur einmal und sterben. Klasse L, den können wir auch bevölkern. Etschukov. Wir sind bereit für den Kampf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na komm. Verstärkungen sind unterwegs. Was war denn das? Ein Neue Frachtschiff? Station ist fertig. Dies wird unser Tag. Okay. Quatsch. Nee, warte mal, Handelsstadt da. Ich wollte schon sagen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Sehr schön. Bereit zum Bauen. Etpa! Hier können wir Bird wir mit Bau. Trace bauen. Neue Station ist fertig. Ach so, ja, genau, warte mal. Retor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Bevor die mir hier gleich wieder alle abhauen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Sehr schön. Fangen wir an. Stationsbau wurde begonnen. Habe ich hier auch irgendwo die Lithium? Habe ich nur da oben die Lithium? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Sofort. Oh, nee. Halleluja. Für die Ehre. Die Schlacht hat begonnen. Wir haben nicht genügend Latinum. Unsere Basis wird angegriffen. Nicht genügend Latinum. Ich fangen wir an. Essen. Sofort. Fangen wir an. Sofort. Ich sehne mich nach einer Schlacht. So ein Kack, hier muss es doch irgendwo einen Dilithium-Mond geben, außer da oben in der Ecke. Stationsbau wurde begonnen. Neue Station ist fertig. Nix. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, doch. Ach, das ist doch nur Kleinvieh. Stell ich mal nie so an. Wir sind Klingonen. Sofort. Oh, okay, Moment. Das ist kein Kleinvieh mehr. Unser Tag. Kleines... mistiges. Stationsbau wurde begonnen. Lass die Hunde des Krieges los. Die Schlacht hat begonnen. Für das Reich. Unsere Basis wird angegriffen. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Moment, ich brauche mehr Schiffe. Neue Station ist fertig. Ich sehne mich nach einer Schlacht. So sei es. Fangen wir an. Etpa! Wir sind Klingonen. Wie viel Latinum brauche ich denn dafür?
500 Latinum! Neue Station ist fertig. Stationsbau wurde begonnen. Fangen wir an. Stationsbau wurde begonnen. Sofort! Schockschwere Not. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Moment, jetzt muss ich mal hier aussortieren. Ihr seid da noch nicht. Ihr ehrt mein Haus. Jaja. Will ich hoffen, dass ich das ehre. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Ich werde echt da oben hin müssen. Die Schlacht hat begonnen. Da ist noch einer. Lass die Hunde des Krieges los. Oh weh, oh weh. Lass die Hunde des Krieges los. Freunde, ich werde mal ganz kurz speichern. Sekunde. So, da bin ich wieder. Sicher ist sicher. Man kann nämlich nie wissen. Fangen wir an. Gut, dann... Wir haben eine Handelsstation gebaut. Die ersten Handelsschiffe der Ferengi werden schon bald dort eintreffen. Ja, der Ferengi. So, dann wir mal. Sind Klingonen. Hierhin. Fangen wir an. Fangen wir an. Dahin. Muss ich die neu bemannen? Nein. Ich könnte jetzt natürlich mit meinem Metallgehalt mir die Lithium kaufen, aber ich hätte gerne auch halt ein bisschen, ne? Fangen wir an. Neue Station ist fertig. Sofort. Oder? Ach komm, ich probiere es erstmal so. Was? Das Waffencenter brauche ich noch. Stationsbau und, wurde begonnen. Ich versuche jetzt mal, mir so einen kleinen Korridor hier zu bahnen. Und zwar erstmal hier rüber. Sofort. Dann haben wir nämlich da drüben wir die Möglichkeit. Komm her. Da lang. Die Schlacht hat begonnen. Noch mehr Metall abzubauen und das Metall dann zu verkaufen. Der will den kolonisieren. Ich brech ins Essen. Aber bevor ich so Schiffe bauen kann, ja, brauche ich das Waffencenter. Das dachte ich mir. Wie viel Dilithium kann ich denn verkaufen? Stationsbau wurde begonnen. Ach Quatsch, Metall meine ich doch. Neue Station ist fertig. Oh, viel. Fangen wir an. Dann bauen wir direkt das. Nein, nicht das. Das Waffencenter. Nein, das Waffencenter. Sofort. Nanu. Unsere Basis wird angegriffen. Wo denn? Oh Gott! Dies wird unser Tag. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Die Schlacht hat begonnen. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Was? Sie können sich tarnen? Mit dem Patak, was ihm zusteht. Lass die Hunde des Krieges los. Dies wird unser Tag. Was ist das denn? Seit wann können sich denn Cardassianer tarnen? Na, hervorragend. Fangen wir an. Warte. Bereit zum Bauen. Sofort. Bereit zum Bauen. Unsere Basis wird angegriffen. Wo? Ich sehe nichts. Moment, da ist noch unser ein Tag. Schiff. Das nehmen wir noch mit dazu. Stationsbau wurde begonnen. Warte mal. Wenn wir da jetzt fertig sind mit dem, dann können wir nämlich die größeren Schiffe bauen. Und, ich sehne mich nach einer Schlacht. Gretor wird hin. Mit ihrer Asche bedeckt sein. Du bist da jetzt fleißig. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, wo? Ach, da. Die Schlacht hat begonnen. Was? Was? Nachricht von Hohem Rat der Klingonen. Das ist ja auch mal geil. Captain Bechtar. Wir haben 3 zusätzliche Kriegsschiffe der Nekvar-Klasse entsandt, um sie bei den Angriffen auf Kestian zu unterstützen. Kriegsschiffe sind die einzigen Schiffe, die die Planeten angreifen können. Überlegen Sie sich gut, wie Sie sie einsetzen. Da unsere Streitmächte bereits über die gesamte Union verteilt sind, stellen diese Schiffe die einzige Verstärkung dar, die Sie erhalten werden. Moment, da oben. Unsere Basis wird angegriffen. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Jetzt will ich nur hoffen, dass die da gesund ankommen. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Neue Station ist fertig. Eieiei. Da schon wieder. Neue Station ist fertig.
für das Reich. Würdet ihr hier mal weitermachen? Mit ihrer Asche bedeckt sein. Die Schlacht hat begonnen. So. Dies wird unser die? Tag. Sehr schön, dann habe ich hier jetzt eine gute Verteidigung. Die können nämlich dann hier bleiben. Die dürfen nämlich nicht zerstört werden, da wir nicht die große Werft haben und sie somit nicht selber bauen können. So, ich wollte hier. Wir sind Klingonen. Sofort. Fangen wir an. Du hast das gebaut, das ist gut. Neue Station ist fertig. Ah, sehr schön. Bereit zum Bauen. So, dann, Stationsbau wurde begonnen. Gehen wir mal hier hoch. Ah, Kacke. Das, okay. Sofort. Dann bauen wir das so. Jetzt kann ich auch das Kolonieschiff, jawohl. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Wir haben nicht genügend Dilithium. Ressourcen. Aha. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Ja, Moment. Die Schlacht hat begonnen. Beginnen mit Bau. Eieiei. Moment. Wem geht's hier gerade schlecht? Wird unser Tag. Gar keinem, okay. Ihr da hoch, du da runter. Wir sind Klingonen. Dann dahin. Du. Wir sind Klingonen. Stationsbau wurde begonnen. Moment. Da hoch. Wir können dort nicht bauen. Warum ich nicht? Ich sehne mich nach einer Schlacht. Wo bist du denn? Bereit zum Bauen. Stationsbau wurde begonnen. Oh, Moment! Das wäre ein Schiff zum Erobern gewesen. Hm, Kacke. Sofort! So, jetzt müssen wir halt ein bisschen warten. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Die Schlacht hat begonnen. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Oh, Mann. Komm, jetzt baut ihr hier mal. Ach, jetzt werde ich von da unten auch noch angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Stationsbau wurde begonnen. Okay, das war gut. Neue Station ist fertig. Oh, Leute. Dies wird unser Tag. Das kann doch nicht sein. Diese vermurksten Dinger hier. Na toll. Für das Reich. Gretor wird mit ihrer guck dir das an, das ist doch nicht wahr. Wir werden sie vor uns herjagen. Niemand lebt ewig. Dies wird unser Tag. Für die Ehre. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, ich bin noch dabei. Dies wird unser Tag. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Lass die Hunde des Krieges los. Geben wir dem Patak, was ihm zusteht. Lass die Hunde des Krieges los. Die Schlacht hat begonnen. So, komm. Da kommt dies der Nächste. Wird unser Tag. Wieder ein Kolonieschiff. Ekpa. Oh Gott, ne. Da. Für unser Volk. Pflicht und Ehre. Dies wird unser Tag. Diese Welt gehört uns. Ja, das will ich wohl meinen. Ah, Kacke, ich hab nicht genügend Dilithium. Ekpa! Beginnen mit Bau. Boah, guck mal, wie viel Metall ich hier hab. Leck mich am Affenarsch. Was haben wir hier? Hoppala. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Unsere Basis wird angegriffen. Für das Reich. Das darf nicht wahr sein hier. Die Schlacht hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ist doch nicht wahr. Ein weiterer Planet gehört uns. So, kann ich jetzt hier mal in Ruhe mich reparieren lassen? So sei es. Wir sind Klingonen. Unsere Basis wird angegriffen. Ey, das kann doch nicht sein. Wo denn? Wir haben nicht genügend Ressourcen. Dilithium schon wieder. Neue Station ist fertig. Stationsbau wurde begonnen. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Ja, wie viel denn? So viel? Wir haben ein neues Schiff für die Flotte.
Die Schlacht hat begonnen. Na, wieso? Ah, okay. Ach, ist cool. Der entwickelt die direkt. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Niemand lebt ewig. Ekpah. Wir werden sie vor uns herjagen. Für die Ehre. Das habe ich da auch schon. Moment, was ist jetzt dies hier? Dies wird unser Tag. So. Wie sieht's hier aus? Das wir ist sind Klingonen. Gut. Sofort. Bereit zum Bauen. Ich will hier oben hoch. Sofort. Da höre ich doch schon wieder was. Dies wird unser Tag. Unsere Basis wird angegriffen. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Oh, dieses Dilithium-Problem. Für die Ehre. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Pass auf, ihr bleibt jetzt mal hier. Ist kein Bock drauf. Wir haben nicht genügend Latinum. Wir haben nicht genügend Latinum. Ah, wofür denn? Was wird denn hier gebaut, verdammt? Bereit zum Bauen. Unsere Basis wird angegriffen. Och, Kingas. Ekpa! Bereit zum Bauen. Die Schlacht hat begonnen. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Das kann er alles hier nicht mehr wahr sein, Mann. Herjagen. Stationsbau wurde begonnen. Stationsbau wurde begonnen. So. Unsere Basis wird angegriffen. Jaha. Ich will jetzt erstmal meine Ressourcen lass hier klären. Die Hunde des Krieges los. Bevor ich lass jetzt hier die Hunde des Krieges los. Gegenangriff starte. Das ist mir nämlich schon ein bisschen wichtig. Bereit zum Bauen. So, jetzt glaube ich, können wir den Rest können wir so gehen hier. Neue Station ist fertig. Na, dann komm hier hoch. Dann komm hier hoch. Fangen wir an. Wo denn? Da. Bereit zum Bauen. Bringen Sie diesen Schlepper in Fahrt. Dann holen wir uns hier noch mehr Metall. Wir sind Klingonen. Sofort. Du kommst hier hoch. Bereit du bist zum da jetzt Bauen. Fertig. Ekpa! Fangen wir an. So, dann hoffe ich, dass wir dieses Problem jetzt hier klären werden. Das haben wir ja unten. Stationsbau wurde begonnen. Das haben wir drei Planeten. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Oh! Ich breche ins Essen, ey. Und ich habe noch gar nichts entwickelt. Ah ja, jetzt habe ich aber alles hier geplündert. Fangen wir an. Sofort. So, du fängst an. Du bist schon. Ah, sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt gleich mehr Minenfrachter bauen, um dann bereit da mal die Produktion für die Lithium zu steigern. Neue Station ist fertig. Ja, sehr schön. Jetzt können wir den... Moment, ich bin gerade was anderes angucken. Nehmen wir den mal da. Sofort! Du bist da jetzt. Neue Station ist fertig. Ja, sehr schön. So, und hier soll dann gleich eine Sternbasis sofort. Hin. Sofort! Wir sind Klingonen. Das ist so mein Streben. Jetzt kann Stationsbau ich wurde begonnen. Beginnen mit Bau. Noch zwei. Dann haben wir nämlich da drei. Stationsbau wurde begonnen. Fangen wir an. Neue Station ist fertig. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Sofort. Wir sind Klingonen. Eieiei. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Unsere Basis wird angegriffen. Schon wieder die Dinger. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte.